einzelner Mönch, der mit seiner Meinung gegen die gesamte Christenheit steht, muss irren. Sonst hätte die Christenheit über 1000 Jahre geirrt. Wäre für uns alle eine große Schande, wenn diese Ketzerei durch unsere Nachlässigkeit den Weg in die Herzen der Christen fände. Deshalb werde ich meine ganze Macht, mein Blut und mein Leben dafür einsetzen, dass Luthers Lehre ausgerottet wird. Dr. Luther kann Worms verlassen, nach Wittenberg zurückkehren. Aber ich ächte ihn als Ketzer. Alle seine Schriften sind verboten. Verboten ist, ihn zu beherbergen oder zu verköstigen oder ihm Hilfe zu gewähren. Ein jeder im Reich ist verpflichtet, ihn zu ergreifen und mir auszuliefern. Sie kommen! Sind Sie Dr. Martin Luther? Ja. Kommen Sie. Was wird erzählt? Sagen, man habe ihn umgebracht und die Leiche in einen Steinbruch geworfen. Andere behaupten, er sei gefangen und auf dem Weg nach Rom. Aber das sind doch nur Gerüchte. Aber er hat Worms vor 3 Wochen verlassen. Und hier in Wittenberg ist er nicht angekommen. Es wird eine große Nachfrage nach seinen Schriften geben. Und wir haben nur noch geringe Vorräte. Vorwärts. Wir drucken noch einmal von der Freiheit eines Christenmenschen. Es ist